Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Im letzten Part haben wir auch offiziell den Waldtempel jetzt beendet und damit alle Schatzkisten dort entfernt. Und ja, heute geht es in die Mine der Goronen. Dort werden wir jetzt noch den Boss wegklatschen und damit hoffentlich noch ein paar neue Sachen triggern, sag ich mal. Und da geht es auf jeden Fall. Habe ich da den Teleporter eigentlich schon? Warte mal, Mine der Goronen. Hier, jo. Direkter Teleporter ist da. Den Aufzug haben wir auch aktiviert. Das heißt, wir können da auf dem schnellsten Wege wieder hin. Müssen dann nur gucken, wie und wo wir am schnellsten zum Boss kommen. Aber das müsste, glaube ich, jetzt nicht so das Problem sein. Genau, sollten wir den Boss nämlich dann besiegt haben. Ich weiß gar nicht, ob man dann Geisterseelen auch triggern kann. Weil wir haben hier nämlich einige Geisterseelen noch nicht kommen. Ich bin mir relativ nämlich sicher, dass wenn wir den Pfad hier nach unten laufen, dass dort auch noch eine Geisterseele auf uns wartet und dass die einfach noch nicht getriggert ist, weil wir die Mine der Goronen noch nicht abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Ich gehe einfach mal davon aus. So. Let's go nach oben. Genau. Außerdem wird auch getriggert, dass wir im Laden die Falkenmaske kaufen können, die natürlich gerandomized ist. Also wir können ein random Item im Maro-Markt kaufen. Genauso können wir auch das Bogenschießen machen und vielleicht auch Bomben bei Burn, eine neue Bombentasche bei Burns kaufen, genau. All das hoffe ich, dass es möglich ist. Wir müssen mal schauen. Aber ich hoffe es zumindest. Haben wir hier jetzt noch irgendwie... Nö. Tante ist auch nicht da. Ich glaube, sobald man einen Dungeon verlässt und in einem anderen Dungeon eine Tante findet, ist, glaube ich, Tante für immer verloren. Oh Gott, nein. Link, nein. Nein. Er ging von uns. Mit Hitze und Lava. Aber mit ordentlich Geschmack. Weil er gut gegrillt wurde. So, auf ein neues. Concentration. Perfekt. Okay. Ja, den Abschnitt hier müssen wir es halt nochmal schnell machen. Im Endeffekt sind wir eh total overpowered, weil wir ja mittlerweile auch das Master-Schwert haben. Hallo? Achso. Ich finde es nice, dass hier keine Cutscene kommt. Boah, war das knapp. So. Dann einmal hier rüber. Und wir wechseln mal kurz auf den Bogen. Gibt's doch nicht. Hä? Ma. Reicht mir aber. Okay. Das war die. Das sind spannende Musik. Ich glaube. Schatzkisten haben wir hier nicht mehr. Wir haben mit allen Ältesten geredet. Schatzkisten alle eingesackt und damit ist nur noch der Boss quasi das, was offen ist hier. Leider. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Aber genau so müsste es eigentlich sein. Jo, das sieht nämlich so aus. Nur leider triggert der Boss halt auch eine ganze Menge. So, ich warte mal kurz hier. Oder müssen wir da oben hin? Nee. Ich glaube schon, dass wir hier richtig sind, oder? Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen etagenmäßig ein bisschen höher. Ich fahre mal kurz ganz rüber. Und hoffe, dass es richtig ist. Tschüss. So, was sagt die Karte?
Jo, jetzt einfach gerade durch. Hi. So, einmal den Schalter hier. Zack. Und weiter geht der Lachs. Keine Zeit verschwenden. Und durchraisen. Okay. Das ist wirklich beim Boss, Leute. Ich freue mich. Wir brauchen nur einen Bogen und die Stiefelchen. Mehr brauchen wir für den Boss nicht. Miau. Allem ausgewichen. Tschüss. Schön an der Mütze vorbei. Und wieder rüber. So. Jetzt haben wir es gleich, Leute. Jetzt kommt da noch so ein komischer Raum, wo überall die Viecher an der Decke hängen. Und dann sind wir schon beim Boss. Wow. Jo, amazing bin ich. Wow. Zack. Herzchen. Pfeile. Oh. Und dann gehen wir auch mit Full Life in den Bossfight. Easy. Ja, Leute, let's go. Und darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Na gut, ich sag mal so, durch den Bosskampf bekommen wir auch zwei Items. Da wir ja eine Scherbe bekommen. Zack. Geht der Kampf jetzt eigentlich schneller mit dem Master Sword? Ich bin gespannt. Genau, ein Herzteil, eine Scherbe, also ein Schattenkristall bekommen wir ja. Die beide gerandomized sind, das heißt zwei potenzielle schöne Items, ne? So. Wir machen ja keine halben Sachen. Wenn das wirklich so ist, dass wir mit dem vollen Kraft des Masterschwertes zuhauen und das in dem Boss relevant ist, dann ist er jetzt tot. Ist es aber nicht. Einfacher Boss, ne? Sehr, sehr cool gemacht, aber leider auch viel zu einfach. So, aber jetzt haben wir ihn erledigt, Leute. Wunderbar. Und damit triggern wir vielleicht auch einen neuen Teil der Story, weil wir diesen Goronen hier befreit haben. Der ja für die spätere Story mit Ilia relevant ist. Da haben wir einen Fuffi bekommen. So. Was haben wir denn da Schönes? Ja, Nummer 6. Eins fehlt noch. Sehr, sehr cool. Das heißt, sobald wir Nummer 7 haben, können wir auch dann in die Wolken, theoretisch.
Ja. Perfekt. Nein, es fehlt keiner mehr. Nein, nein. So, Gregor heißt der, glaube ich, ne? Wir holen uns noch 50 Rubine und dann geht's raus hier. Weg. Let's go. Damit sind auch die Goronen abgeschlossen. Leute, wir machen gute Fortschritte. Ich bin guter Dinge, dass wir dieses Projekt hier beenden können. Und ich hoffe auch auf 100% Ebene. Das heißt, 100% Ebene, auf jeden Fall alle Items und alle Herzteile. Cool wären noch alle Flaschen und Erweiterungen. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt damit reinschließen. Okay, schön. Dann, wo kommen wir raus? Bei den Goronen, ne? Ah ne, Kakariko. Kakariko. Warum kommen wir denn hier raus? Ja, die Goronen sind jetzt alle gespawnt. Und wir können jetzt Zielschießen machen. Ich gehe aber kurz erstmal in den Laden und kaufe mir das neue Item. Wie gesagt, da müsste jetzt das Falkenauge platziert sein. Ist es aber nicht. Oder gibt es das erst in der späteren Version? Da müssen wir noch was triggern. Ich dachte eigentlich, das Falkenauge müsste jetzt hier drin sein. Ah, jetzt bin ich verwirrt. Warum gibt es das Falkenauge gerade nicht? Müssen wir vielleicht irgendwie noch was machen? Aber mit dir können wir doch jetzt reden, oder? Auch nicht. Auch die Szene gibt's nicht. What the hell? Verwirrt. Aber... Ja, guck mal, die steht doch da oben. Muss ich erst Tag und Nacht machen? I don't know. Theoretisch nach dem Goronen triggert das alles. So, warte mal. Bombentasche kann ich mir auch nicht kaufen. Hi. Nee. Okay, macht der auch nicht? Habe ich das schon gekauft, Leute? Ich bin mir gar nicht so sicher. Habe ich die Bomben schon gekauft? Die Bombentasche bei dem? Weil der verkauft ja später eine. Will er aber nicht. Der hat keinen Bock da drauf. Okay. Ich dachte eigentlich, wir kriegen jetzt ein paar mehr Trigger-Punkte. Irgendwie passiert nichts. Ich weiß aber nicht warum. Bin ich selber daran schuld, dass ich irgendwie Marumarkt schon getriggert habe und dadurch der Triggerpunkt weg ist? I don't know. Okay. Ich gehe nochmal kurz zu den Goronen. In der Hoffnung, dass da vielleicht wenigstens ein Geist irgendwo auf uns wartet. Theoretisch müsste einer. Einer müsste halt noch fehlen. Ich bin mir relativ sicher, dass es da eine Geisterseele gibt auf dem linken Vorsprung. Ansonsten heißt es Schattenpalast? Wüstenburg meine ich. Oder wir können halt mal gucken, ob Gregor schon da ist und wir die Quest mit Ilja fortsetzen können. Guck mal ganz kurz, weil theoretisch müsste da oben eine Geisterseele sein. Ja. Und die spawnt halt echt erst, wenn man das mit den Goronen abgeschlossen hat. Das ist ja irgendwie doof. Achso, warte mal. Du kannst mich auch nach oben bringen, ne? Saugeil. Muss ich nicht diesen komischen Umweg laufen. So, okay. Ja, dann holen wir uns mal Geisterseele Nummer 50. Na, mein Freund. Komm mal her. Geilo. Und? Ah, schade, nur Bomben.
Okay, haben wir sonst noch irgendwas hier? Ich glaube, das war's schon, ne? Ich sehe zumindest nichts. Ich glaube, das war die einzige Geisterseele. Falls ich mich irre, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, aber ich glaube, das war hier das Einzige, was noch fehlt. Die ist auch so ein bisschen versteckt. Gerade weil die jetzt erst spawnt, ist das irgendwie merkwürdig. Ich meine, klar, im normalen Teil, in der normalen Story, ohne Randomizer, mir ist das noch gar nicht wichtig, weil du kommst da ja, du hast ja noch gar nicht die Möglichkeit, da mit Wolfling lang zu rennen in dem Moment. Genau, weil das wird, wann wird denn das relevant? Ich glaube erst, nachdem du den Wassertempel abgeschlossen hast, ne, und dann quasi zwangsweise in einen Wolf verwandelt wirst, dann wird das, glaube ich, relevant erst. I think. Okay. Ja, Falkenmaske konnte ich halt jetzt nicht kaufen bis jetzt. Ich dachte eigentlich, da wird ein viertes Item platziert. Irgendwie nicht so wirklich. So, 50 Rubine hole ich mir mal. Und kann ich hier mit irgendeinem reden? Mal gucken. Ah, erstmal Schluck Kaffee. Jo, die sind jetzt alle da. Ich rede mal kurz mit allen. Leonards Brief. Ach komm. Sehr schön. Okay. Genau, wir triggern jetzt erstmal, wir müssen irgendwie das triggern, dass wir den Zugang zum vergessenen Dorf erhalten. Auch einer meiner Lieblingsabschnitte einfach. Der Typ ist immer noch nicht da. Okay, ich würde sagen, wir teleportieren uns mal kurz zu Thelma nach Hyrule-Stadt. Dort geht man auch gleich mal ein Insekt ab. Brat ist auch gleich wieder rum, ne? Schade. Aber wir haben gut was bekommen. Aber wir haben doch zwei Flaschen mittlerweile, oder? Haben wir nicht zwei Flaschen? Warte mal. Ja. Habe ich vergessen, aufzumachen. So. Da. Ich bin wirklich gespannt. Ach Leute, ich liebe Randomizer. Das macht so Spaß, ne? Ich könnte das den ganzen Tag spielen. Weil es einfach so Spaß macht, zu überlegen, was könnte es sein, wo muss ich als nächstes hin. Voll geil, liebe ich. Und dann einfach das Glück zu haben, ah geil, das Item ist so super. Toll, also Randomizer gefällt mir so gut. Ich hätte es gerne früher für mich entdeckt. Aber Gott sei Dank haben wir es ja jetzt für uns entdeckt. So, wir haben ein weiteres Insekt für dich, meine Liebe. Nashornkäfer. Los, gib mir was Gutes. Und. Yo, geil. 10 Pfeile. Danke. Ciao. Oh Mann. Kann doch nicht wahr sein. Naja. Gut. Dann nochmal schnell bei Thelma vorbei. Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das? Haben wir dann. Hat das dann eingesetzt mit der Rechnung des Professors und so? War das das? Ja, ne? Ich glaube schon. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ob wir wieder random Item bekommen oder ob wir jetzt die Rechnung des Professors bekommen. Beides wäre cool. Bitteschön. Ha, geil. Direkt die Rechnung. Das müsste doch das sein, oder?
Das bedeutet, es gibt zwei Items, liebe Leute. Ja. Aber er ist ja eh nicht da. Also, it happens. Obwohl wir ihm ja das Buch zeigen müssen im Endeffekt, oder? Wenn es fertig ist. Müsste der eigentlich da unten stehen, theoretisch. Oder steht dann die Kanone einfach da? Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt zum Arzt. Zeigen dem die Rechnung. Dann kriegen wir den Geruch von Medizin. Und ja, dann nimmt das hoffentlich alles seinen Lauf. Weil wir kriegen dann noch eine geschnitzte Figur und so ein Zeug. Und ja, ist noch ein bisschen. Aber wir triggern quasi dann Ilias Erinnerungen. Sowie das vergessene Dorf. Und im vergessenen Dorf können wir dann auch noch ein paar Geisterseelen, Herzteile etc. bekommen. Also schon ziemlich cool. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi.